Warte kurz. Ich beeil mich damit. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Was Exotisches. Was? Echt? Aber ob mir das steht? Trag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Male petzen. Okay? Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Vermassel es bloß nicht. Verstanden? Keine besonderen Vorkommnisse. Die haben den Reaktor wieder. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu gucken. Sehen die da oben? Vielen Dank für deine Hilfe. Ist was? Ich musste mir heute. Die Lieferungen aus der Kreis. Hey, Tiefer! Wann macht ihr denn heute die Bahn? Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich! Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Zurück. Fahrt ihr spazieren?
Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Hast du was Starkes? Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich... will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Thank you.
Dann warte ich mal. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Sind wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich hab noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Mann, das tut gut. Biggs, du alter Schluckspecht. Ich würde dich ja gerne zur Feier einladen, aber... worüber haben wir gesprochen? Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Genau, einfach... Wir reden später. Hm? Wo waren wir? So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Barrett meinte leider, wir würden uns zu sehr auf dich verlassen. Hm? Wo waren wir? Seit dem Rausschmiss aus der Hauptgruppe... Sorry, wir haben es echt versucht. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Wo waren wir stehen geblieben? War eine schwierige Zeit, was? Kann gar nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist. Ja, doch wir sind immer... Wir können gern reden, wenn das hier vorbei ist. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Ach, jetzt hör aber auf. Wozu sind wir denn Freunde? Ja, das sind wir. Und gute Freunde stehen zusammen. In schlechten Zeiten besonders.